Nächster Halt ist Kunst. Ja, bei mir geht es im Malen darum, einen Dialog zu führen eigentlich mit der Farbe, also mit dem Medium Farbe. Also den Dialog habe ich schon seit ewig, eigentlich, seit ich angefangen habe zu malen. Chrissy Anglika heisst sie. Und das ist eben, bei ihrem Bild ist, natürlich sieht man immer etwas, oder? Es sind die Figuren, Leute am Strand. Und sie trägt aber mega dicke Farbe auf. Also es ist so eigentlich ein Geschlierk. Und dann läuft es so ab und so und es gibt eine riesen Sauerei. Also ihr ganzes Studio ist einmal voll und sie auch von Kopf bis Fuß. Und von dem Geschlierk, wie du sagst, was sie leben, oder? Ja. Also sie lebt in erster Linie in Brooklyn, in New York. Ja. Ist seit 16 Jahren in Amerika und ist aber Profi-Kunstmalerin. Und im Moment geht es ist gut da. Ist in Zürich an einem Projekt am Arbeiten. Da, oder? Da. Hey Robin, danke vielmals fürs Fahren. Bitte. Wenn du müsstest ein Bild malen über deinen künstlerischen Werdegang, wie würde es aussehen? Hügelig, glaube ich. Es wäre wahrscheinlich so, ja, Alpen, weißt du, Bergen und auf und ab. Es ist ein Pass, der eben auch steinig kann sein. Gross im Bild hast du Alpen, es ist ja die Schweiz. Mhm. Du bist aber als Teenie auf Amerika ausgewandert. Mhm. Wäre es da nicht gegangen für dich? Also für mich hat es einfach hier so nicht ergeben, weil bei mir hat es das Interesse mit der Kunst sehr, sehr jung angefangen. Also schon mit 13 war es irgendwie für mich voll klar gewesen. Und dann hat es die Unterstützung da wie nicht gegeben. Oder irgendwie die Einstellung war mehr da gewesen, dass Kunst und so sollte wirklich ein Hobby sein und das kann man nicht nachgehen. Und ich bin ja Doppelbürger und wir sind viel auf Amerika mit der Familie. Und dort ist die Einstellung einfach grundsätzlich anders, wenn man irgendwie mit etwas anderem kommt, wo irgendwie nicht ganz, was soll ich sagen, 0815 ist, dann sagen sie mir so, ah, spannend, you know, mach mal und so, anstatt irgendwie anfangen zu bremsen und sagen, ui, das kommt dann nicht gut oder das ist ein Risiko. Das kommt dabei raus, wenn man einfach mal macht. Und den Sprung zum Profi hast du ja jetzt geschafft. Der wäre in dem Fall nicht möglich in der Schweiz. Das würde ich nicht sagen. Ich habe jetzt einfach einen ganz anderen Lebensweg erlebt. So ich wüsste es nicht. Also für mich ist jetzt spannend, dass ich jetzt wieder einen Dialog mit der Schweiz kann haben durch Kunst. Und das habe ich eigentlich gedacht, das könnte gar nicht passieren. Also bin ich mega pumped. Jetzt kommst du wieder zurück. Ist das etwas, was dich manchmal auch ein bisschen ärgert, dass man hätte weggehen müssen, um akzeptiert zu werden? Ja. 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 Eigentlich voll. Also ich würde jetzt meinen Entscheid, dort rüberzugehen und all das würde ich jetzt nicht zurücknehmen. Also ich finde, es war ein total spannender Weg gewesen. Aber es war auch schwer gewesen. Also es war schwer gewesen, mit 16 weggehen und dann wirklich Heimweh haben, also die Family vermissen. Obwohl, ich bin dort drin und habe
das gemacht und bin wirklich aufgeblüht. Und es hat mir wirklich gut getan, aber gleichzeitig müssen auf eben Sachen wie so Nähe von Familien und Close Friends, den Homies verzichten, ist schwer gewesen. Ja, so ist es mir auch gegangen, als ich von St. Gallen auf Zürich bin. Du hast sehr jung alles auf eine Karte gesetzt. Muss man das so machen, um erfolgreich zu sein? Ja, also ich glaube, man muss, also andere die entdecken das in verschiedenen Zeiten. Also ich glaube, für mich ist es wäre vielleicht einfacher gewesen, hätte ich das später entdeckt, weil dann hätte ich vielleicht nicht weg müssen oder so, oder vielleicht wäre es nicht so ein crazy Drama gewesen, aber vielleicht hätte ich auch nicht so ein exciting Life gehabt bis jetzt. Stundenplan, sich treiben lassen und wenn man keine Idee hat, ein bisschen gereizeln. Oder? Du bist Künstlerin und kannst davon leben. Das ist ja ein Traum für viele. Ist es so gut? Ja, wenn es mal gerade gut läuft, dann ist es sehr gut, ja. Aber es ist schon immer noch ein Herzpflaster. Also ich bin die ganze Zeit eigentlich am Arbeiten. Und auch irgendwie in der Freizeit ist auch der Kopf auch immer noch am Arbeiten. Also wenn Inspirationen passieren, dann musst du auch gerade reagieren. Also es ist ein Vollzeitjob und dann auch hat es viel mehr noch dazu als nur malen. Also zum Beispiel eben die Ausstellungen planen und all das Zeug, da hat sehr viel Business Aspects, die dazu kommt, eben wenn man will vom Malen leben. Also es ist eigentlich extrem streng. Hast du auch mal die klassisch harten Künstlerzeiten gehabt? So ja. Zeiten ja, im Zimmer wohnen, Nudelsuppe essen den ganzen Tag? Ja, also ich bin mega gut im Ramen-Nudels machen. Also wie man das pimpen tut, weißt du? Mhm. Weil dann kaufst du deine Päckchen und die sind ja 50 Cent oder so irgendetwas. Und dann nachher musst du einfach wissen, weißt du, dass du nicht umkommst, du hast noch ein bisschen Vegetables drin und dann hier roast ein Egg mit Garlic und so und dann tust du noch ein bisschen Schnittlauch. Also kannst du das wirklich gut pimpen und so kommst du lang durch eigentlich. You know I need your love. You got that hold over me. Long as I got your love. Wenn du den Leuten in einer Bar zum Beispiel erzählst, was du machst, du bist Malerin. Mhm. Reagieren die Leute in der Schweiz anders als jetzt in Amerika? Die erste Frage ist, irgendwie kannst du davon leben? Und dann muss ich immer sagen, ja, was verstehst du genau unter kannst du davon leben? Und dann geht es immer so ein bisschen mehr in das Versuchen einordnen. Irgendwie. Wie geht das genau? Das geht doch irgendwie gar nicht, wo irgendwie in New York du sagst, bist Künstler und dann sagt der andere, ja, ich auch. Das ist die Sache, sind alle irgendwie Künstler und das ist einem irgendwie scheißegal. Oder man findet es cool und man tut nicht so hinterfragen, ja, bist du jetzt wirklich einer? Weißt du, was hast du für Awards gewonnen? Ja. Du bist einfach, oder? Und das ist so das ganze das Status abklären gibt es dort nicht irgendwie. Du bist jetzt genau in der Mitte, 16 Jahre in der Schweiz gelebt, jetzt seit 16 Jahren in Amerika. Was bist du mittlerweile mehr? Ja, weil es eben gerade so Halbzeit ist, ohne ich jetzt einfach den Fakt, dass ich so ein vollblütiger Doppelbürger bin. Das ist wie so. Heisst? Aber ich merke einfach, wenn ich regelmäßig in die Schweiz komme oder wenn ich beides habe, dann fühle ich mich viel mehr mich selber, als wenn ich nur zu Amerika bin und nur in die Schweiz komme, so ein bisschen für die Ferien.
In welche Richtung hast du dann mehr Heimweh? Also jetzt, wenn du hier in der Schweiz bist, nach Brooklyn oder umgekehrt? Also ich habe jetzt eigentlich schon für so lange habe ich mich mit Heimweh müssen umschlagen, oder? Eigentlich seit 16, seit ich weggegangen bin, so bin ich eigentlich recht gut im Heimweh. wo man lernt, mit dem gut umzugehen. Und eigentlich Sachen vermissen sind auch zum Teil ein Teil von meiner Inspiration in der Kunst. Also zum Beispiel, wenn ich meine Schwester vermisse, dann male ich ihr ein Porträt, bringe sie näher. Oder vielmal habe ich die Schweiz gemalt, wenn sie mir zu weit weg war. Und die Option wieder ganz zurück in die Schweiz, gibt es die? Ja, die gibt es schon. Eben, es ist based on, wo Kunst geht. Weil es auch Kunst hat mich weggeholt von der Schweiz. Aber jetzt, auf einmal, weil das Interesse in meiner Kunst auch da ist, holt es mich wieder zurück. Home is where your art is. And I don't know. Amen. But I do know that we'll meet again some sunny day. Hoi. Weil wir denn wir Schweizer alle tief im Herzen einfach einen gut zahlten Job und kein Risiko. Und Kunst als Hobby, ja, vielleicht. Ja. Ja, aber es ist schon krass, wie sie jetzt beschrieben hat, wie sie hat müssen weggehen, um das zu machen, was sie will machen. Man muss immer sagen, ich möchte auf die Bank oder ich muss das und das. Oder auf den Mars. Muss man tatsächlich nach Amerika, um seine Träume zu erfüllen? Oder eben, wie du gesagt hast, gerade noch auf den Mars. Wenn es dein Traum ist, auf den Planet zu gehen, dann musst du auf den Planet. Ja, das ist die Frage. Nein, aber wenn du dir einen Traum setzt und der Traum beinhaltet, dass du dich lokal verschiebst, dann ja, machst du das. Vielleicht ja. Muss man es auch einfach symbolisch nehmen für den ersten Schritt, wo man muss gehen. Voyage, voyage.